Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword zusammen mit Mike Bisasam. Den geilsten Bisasam der Welt. Ja, wir sind hier wieder zurück in der Werft, obwohl wir eigentlich einen Dungeon durch haben. Warum bin ich wieder hier? Iggy, erklär mal, warum sind wir hier? Was machen wir hier? Was ist unser Plan? Also, wir haben hier einen Geronen und der hat ein Erzteil. Ein Erzteil? Ein Erzteil. Hey, hör du da, was machst du denn hier? Wenn du schon mal hier bist. Hast du Bock auf ein wenig Spaß? Spaß? Wusste ich doch, dass ich deine Neugierde wecken kann. Lass mich mal erklären. Nee, das hat nichts mit irgendwas zu tun, woran ihr wieder denkt, sondern versuch so schnell wie möglich zur Szene zu gelangen. Ist ein Kind anwesend. Musst du schnell wie möglich zur Szene gelangen. Beuge deinen Körper, um die Balance in der Lore zu halten. Neigst du deine Lore in Kurven, nimm deine Geschwindigkeit zu. Pass aber auf, dass deine Lore nicht entgleist. Lust auf ein lustiges Lorenlenken? Nur 20 Rubine pro Fahrt. Aber ich brauch das Geld doch für Terry. Aber gut, 20 Rubine habe ich noch übrig. Ja, Mama. Ist ja auch, Mike, du kannst ja auch richtig gut Rubine farmen. Also Anfänger brauchen wir ja nicht machen, ne? Wir wissen ja mittlerweile, wie die Dinger funktionieren, deshalb... Experte! Die Stücke für Experten? Wie du willst, ja, viel Glück. Alles bereit zur Abfahrt! Tschüss, tschüss! Ja. Ingi ist natürlich wieder dabei, weil wir wollen nach dieser Fahrt, dieser unglaublich epischen Fahrt, wollen wir natürlich wieder ein wenig Quest erledigen gehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Verdammt. Kann ich mal von vorne? Ich würde sagen, dass du jetzt die Strecke abfährst, damit du weißt, in welche Richtung du fahren musst. Ja, jetzt habe ich aber Geld verschwendet, ne? Naja, je nachdem, wie schnell du bist, kriegst du auch Geld wieder zurück. Du kannst hier richtig gute Rubine tatsächlich farmen. Okay, Moment, ich muss mich konzentrieren. Um zu sehen. Okay, da oben sehe ich schon. Ich muss nach rechts, glaube ich. Also hier nach links und dann nach rechts. Ja. Mhm. Ich weiß es noch ein bisschen, von als ich das jetzt mal hier war. Ist ja nicht so mehr her. Keine Ahnung. Hier ist, glaube ich, egal wo. Oh Gott, das ist aber voll knapp bemessen. Oh. Okay, in die Kurve rein. Ja, schon verloren, weil ich einmal den Fehler gemacht habe. Ein Fehler heißt schon, man hat es versaut. Tatsache, das war's schon. Ja, aber so viel besser hätte ich es auch nicht machen können. Es geht nur noch weiter, wie soll ich denn da... Oder ist die besser... Doch, warte, besser ist... Warte, 10 Minuten oder eine Minute? 10 Minuten steht da, aber trotzdem, der sagt dir gleich, wie schnell du sein musst, um das zu bekommen. War das schnell genug? Wahrscheinlich nicht. Hast du erreicht? Na, das kann nicht ein Ernst gewesen sein. Selbst Schnecken sind schneller, Mann. Was bist du für eine Lamente, ey? Für diese Leistung kann ich dir keinen Preis geben. Also, das tut mir gar nicht mal das Leid. Das ist echt schwacher von dir. Aber komm wieder vorbei, wenn du wieder abgezogen werden willst. Ich guck mal, wie schnell du sein musst, Mike. Ich meine, du musst unter einer Minute sein, um das Herz zu halten. Unter einer Minute? Mhm. Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich da 17 Sekunden wegschneiden sollte. Also 5 Sekunden, ja, okay, kann ich verstehen, wie ich die wegschneiden sollte. Aber den Rest? Wie soll ich denn da 10 Sekunden noch wegschneiden? Wo? Alter. Strecke für Anfänger. So. Ab 30 Sekunden, also 30 bis 35 Sekunden, kriegst du bei einem Anfänger 50 Rubine. Und unter 30 Sekunden kriegst du bei Anfänger 100 Rubine. Das heißt, wenn du hier ganz oft Anfänger spielst, kannst du ja richtig gut Rubine farmen. Dann lass uns doch mal Anfänger mal uns anschauen. Genau. Hm. Anfänger sollte auch relativ easy sein. Das ist die gleiche Strecke? Kann ich irgendwie schneller sein, wenn ich irgendwie A drücke oder so? Oder nach vorne neige? Nee. Ich muss einfach mal versuchen jetzt auf Anfänger und dann haben wir auf Expert. Du musst unter eine Minute und 5 Sekunden kommen. Ja. Experte. Unter eine Minute und was? Und 5 Sekunden bei Experte. Ah, okay, aber das, dann stelle ich mir trotzdem die Frage, wie ich diese 5 Sekunden wegbekomme. Was? Ja. Kriegst 50 Rubine. Okay.
Okay. Nice, da haben wir das Geld schon wieder reingemacht. Ein bisschen mehr sogar. Und jetzt können wir es nochmal versuchen mit Experte. Okay, man wird hier nicht abgezockt. Man kann immer wieder auf Anfang machen, ab und zu. Nein, ich war... Oh, Drift. Okay. 1 Minute und 5 Sekunden. Machbar, aber extrem schwer. Und warum klippt das durch dein Schild? Egal. Ist egal, komm, let's go. Wünsch mir Glück. Welche Richtung, welche Richtung, welche Richtung? So, jetzt nach rechts direkt, ne? Ja. Ja, nach rechts. Aha, Speed, 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 nach rechts, 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 rechts. Perfekt. Rechts halten, rechts halten, rechts halten, nach links. Links. Nach rechts. Mach doch! Bro, was war das denn jetzt? Da war so langsam. Ja, das passiert öfter, auch bei der Bewegungssteuerung. Ich hab gedacht, vielleicht bei der Dingssteuerung ist besser. Nein, gar nicht. Macht keinen Unterschied, denke ich. Ich glaube, eine davon ist, glaube ich, ein bisschen kürzer oder hat mehr, oder hat halt mehr Windungen, damit dass du mehr Speed aufbauen kannst. Komm schon. Du halt hier wirklich aufpassen. Ist so langsam. Was soll ich da machen? Aufpassen, wieso? Weil wenn du zu schnell bist, ne, dann... Ja, guck, das habe ich jetzt schon verloren. Wenn du langsam bist. Genau, das ist so. Eins. Jetzt hast du verloren. Zwei. Drei. Aber du solltest jetzt die 20 Rubine wiederbekommen. Das dir reicht. Neue Bestzeit, nice. Ganz bestimmt besser. Zeig mehr Körpereinsatz. Nagel die Lore häufiger. Hab ich doch. Schau dir jetzt mal wieder vorbei, wenn du wilde Fahrt in der Lore nehmen willst. Okay, Leute, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich halte das natürlich für euch raus, weil es ist langweilig. Und wir sehen uns dann beim, ich denke mal, letzten Versuch. Ja. Ja, mal gucken, wie du das erkennt, das gemacht hast. Du bist ja mega asozial. Oh, das war jetzt nice mit dem Boost hier. Das war jetzt richtig gut. Guck mal, so muss man das hier machen. So kommt man hier voll schnell durch. Aber das wird trotzdem nicht reichen. Niemals, nein. Höchstens krieg ich noch mein Geld zurück, aber sonst... Also selbst das nicht, oder? Ja, doch, mein Geld krieg ich zurück. Aber es war auf jeden Fall besser. 6 Sekunden zu viel. Fast eine Sekunde. Na, jetzt ehrlich? Mir fehlt eine Sekunde? Mir fehlt eine Sekunde, Mike. Voll. Ja, ein Monsterhorn. Ja, ich will mein Geld zurück. Gib mir mein Geld zurück. Verdammt. Hier, das ist gut. So muss man dies hier machen. Nur so kommt man hier schnell vorbei. Ja. Okay, das ist besser. Das ist besser als letzter Run. Ich fühle es. Ich fühle es in meinen Bones, in meinen Knochen. Nicht. Nein. Oder? Ja, kann knapp werden. Nein! Nein! 23 Millisekunden! Bitte! Du dummer kleiner Wichser! Also, das ist jetzt der Kleine oder was? Ich hab doch Anfänger gesagt. Ich mach doch Rubine. Ach so. Nein, ich glaub, da gibt's keine. Sollten sogar 100 Rubine sein. Echt jetzt? Danke! Ja. Oh, schön, danke! Und Experte wieder. Wie gesagt, das benutzen sehr viele Leute, die einfach bei Terry alles kaufen möchten. Okay, ich mach's jetzt so, wie du gesagt hast. Statt mich fallen zu lassen, springe ich, indem ich den Knopf reindrücke. Kann ich springen. Ja. Aber auf jeden Fall so macht es Looks Like Link gerade in dem Video. Ja, ich bin ja Looks Like Link. Achso, du bist ja gut, ja. Ja, hä? Ich sieh doch aus wie Looks Like Link. Looks like Looks Like Link. Okay, komm ins Kraft hin. Oh fuck. Jetzt hab ich's vergessen, tut mir leid.
Ja, hab ich vergessen. Shit. Egal, es kommen noch zwei Sprünge. Wo du es theoretisch ausprobieren kannst. Obwohl? Obwohl? Und er springt! Nein, das hat nicht geklappt mit dem Springen! Der hat mir nicht... Was ist geschafft? Hab ich es wirklich geschafft? Ja! Da! Kriegst du dein Herz? Hui, aber super spitzenmäßig! Yeah! Selbst ich hätte das nicht geschafft! Für dich habe ich etwas ganz Besonderes! Einen Schatz, der von dieser Insel kommt! Ein Herzteil! Yeah! Schon jetzt wieder vorbei! Also für die Rubine vielleicht, aber ansonsten, nee, danke, ich bin fertig hier. Und die stehen ja so rum wie zwei NPCs, ne? Ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, du gehst auch jetzt vielleicht die nächsten Tage offline immer hier hin, um Rubine zu farmen. Ist das hier gut, um Rubine zu farmen? Ja, sehr, sehr gut, finde ich. Weil du ja, du musst dir vorstellen, du spielst dann einmal den einfachen Teil, das dauert dir 30 Sekunden und du hast ein 100er Rubin. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele jetzt 10 Mal, hast du halt 1000 Rubine. Okay, krass. Na gut, also, wir sehen uns gleich im Wolkenort wieder. Ich hab dich geschlagen. Angekommen beim Wolkenort wollen wir uns nun hier wieder in die Taverne, wie auch immer, begeben und ein paar Sachen machen. Das allererste, was ich mache, ne, natürlich erstmal mit der lieben, netten Dame da vorne sprechen. Ah, willkommen in meinem Lager, sag bloß, bist du nur meinetwegen hier. Ja, was willst du denn jetzt? Ja, ich will mal nachschauen, was ich hier habe, weil... Ja, ich habe nicht mehr so wirklich viel Platz. Ich habe sowieso nicht so viel drin. Stimmt, Dämonenmedaille. Die werden wir bestimmt später auch noch ausnutzen. Mehr Rubine. Ja, aber ja. Dafür kann ich dann mein Inventar nicht benutzen. Das ist dann blöd. Okay, kann ich was upgraden? Zum Beispiel den Bogen, den wir neu bekommen haben. Vielleicht kann man den ja verbessern. Maybe. Tatsache. Den kann man auch verbessern. Genau meine Sprache. Ah, davon muss ich mal ein bisschen Wüstengras farmen gehen. Ja, aber das geht relativ fix, tatsächlich Wüstengras zu farmen. Okay, damit mache ich den stärker, lese ich gerade. Und hier... Vogelfeder, die ich noch nicht habe. Wissen wie du Vogelfeder bekommst? Ich weiß nicht, ob ich dich da in den Spoilern darf. Gib mir dir was zu berichten. Die neue Kraft deines Schwerts ermöglicht dir nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. What? Wähle einfach Schätze als Ziel für die Aurasuche aus. Doing. Okay, danke. Das kam aus dem Nichts. Sorry, ich habe nicht gelesen, was er gesagt hat, aber... Ich bin nicht nur dafür hergekommen, sondern ich möchte auch nochmal für einen Kumpel von mir noch ein bisschen Ausdauer. Tränke mitnehmen, weil... Man muss ja auch noch mal irgendwann zu One Punch Man werden, ne? Allein der kriegt das nicht hin. One Punch! One Punch! Ah, musst du auch so wenig was Rubine. Ja, rede hinten mit dem Daddy. Rede hinten mit dem Daddy, der hat jetzt was für dich. Hallo, was für mich? Ja. Aua! Was gibt's denn? Willkommen! Ach, es tut mir leid, dass ich jetzt so vor mich hin seufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Da gibt mir nichts. Ja, du musst nachts musst in sein. Du musst erstmal in sein Haus, dann musst du da schlafen und redet er nachts mit dir. Aha, da haben wir nämlich die Infos oder Quests. Okay. Wo wohnt da denn der Gute? Der sollte hinten bei den. Oh Gott, weißt du, wo die eine mit dem dreckigen Haus noch wohnte? Hier in die Richtung? Ja, dort hinten irgendwo bei den Häusern. Ich glaube, das ist hier vorne direkt das Haus direkt vor dir. Das hier? Das da, meine ich. Ja. Genau, das ist das. Frankfreuer. Das müsste sein Haus sein. Okay, hier einfach schlafen in seinem Bett, ne? Haben wir ja schon. Genau, Also, ich meine, ich kenne das. Ich kenne diesen Ort, diesen Wolkenhort, glaube ich, besser als jeder andere Mensch, weil ich meine, wer von uns hat eigentlich schon in jedem einzelnen Bett, in jedem Haus geschlafen? Ich. Was haben die gemacht? Die arbeiten hier nur. Ich schlafe in deren Häuser. Ich weiß, wie es ist, bei denen zu leben. Ja, Link, da kommst du leider nicht rein, auch wenn du es versuchst. Okay, bis nachts. Wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. Dass er dann nachts hier ist. Gut.
Sieht aus, als bekäme ich heute wieder keinen Schlaf. Warum? Es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das Weinen meines Kindes hält mich nachts für nachts vom Schlafen ab. Normalerweise schläft mein kleiner Wonneproppen tief und fest, aber ohne sie. Sie? Die Rassel. Mit ihr schläft das Baby sofort ein, aber wir haben sie neulich verloren. Ein Vogel hat sie sich geschnappt und ist damit weggeflogen. Er dachte wohl, sie wäre etwas Essbares. Natürlich konnte er sie nicht fressen, also denke ich, dass sie noch hier im Dorf sein muss. Aber ich kann sie nicht finden. Findet sie ja jemand anderes für mich. Mike, jemand anderes für sie? Vogel. Und jemand anderes. Hast du einen Tipp? Ich sag mal so, wo wohnen Vögel? Im Wolkenmeer. Nee, wo wohnen Vögel? In was? Das ist mein einziger Tipp. Da oben auf der. Durch die Höhle? Da wo der Vogel eingesperrt war? Nope. Wo wohnen, also in was wohnen Vögel, Mike? Was bauen sich Vögel, damit sie ihre. Nun ja. Was? Was war das? Hast du es gehört? Ja, habe ich. Fei wollte irgendwas von mir, glaube ich. Keine Ahnung. Geh mal. Guck dich mal. Einen Tipp von mir. Guck mal, wo die Windmühle, also diese große Windmühle dort, wo die eine kleine gewohnt hat, die Windmühle. Guck dich da mal mehr um. Da hinten? Ne, wo die Windmühle ist, die wo die Kleine gewohnt hat, die kleine Kiki oder wie die hieß. Ja, da hinten. Die Windmühle dort. Nein, nenne die andere. Eine andere. Nicht die zwei, wo die du halt verstellen kannst, sondern die du nicht verstellen kannst, die Windmühle, die in der Mitte der Map ist. Was? Wo die Kiki gewohnt hat. Beim Fluss, die Windmühle. Cookies, genau, Cookie hieß die. Guck dich da mal um, bei Cookies Haus. Und dann mit meinem Tipp, wo wohnen Vögel? Geh mal mit dem Käfer da auf, guck dich da mal über dem Haus um. Mit dem Beetle? Über dem Haus. Wo wohnen Vögel, Mike? In was wohnen Nest. Vögel? Und da oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja. Das. Lass ich dir mal. Mit dem Enterhaken wahrscheinlich irgendwo. Oh, nee. Ja. Enterhaken ist fast richtig. Ich glaube, es wird Zeit, die eine Dings mal zu holen, die Truhe oben zu holen. Ich hab einen. Mike, es wird Zeit, die Truhe oben zu holen, die dir fehlt, die du noch nicht geholt hast. Ja. Also du meinst, ich soll jetzt erstmal die Truhe holen und dann hier hin? Oh, genau. Das sollte eigentlich relativ gut klappen dann. Dass ich, okay, ich glaub, wie das mache ich das? Also erstmal okay, ins Wolkenmeer. Du weißt auch noch, wo dein Vogel eingesperrt war. Ja, in der Höhle. Da gehst du erstmal hin. Die ganze Höhle durch. Nicht durch die ganze Höhle durch, sondern davor. Vor der Höhle. Ja, du bist verdammt, falsch. Das war doch. Ja. Ruhe. Mann! Okay, also ich soll hier lang, ja. So, und oben sieht ja diese Insel. Oben links. Schwindet. Da kannst du mit dem Greifhaken drauf. Du kannst ja jetzt mit dem Greifhaken drauf kommen. Ja? Naja. Ja. Nimm mal den Greifhaken. Ja, hier. Ja. Ja. Okay. Von hier abspringen. Nee, ich glaube nicht von dort abspringen. Das war von noch weiter oben. Du kannst weiter höher kannst du noch. Ah, okay. Wasserfall, du kannst jetzt halt den komplett auf dem Wasserfall kannst du halt jetzt. Moment. Dann erstmal hier rauf.
Genau. Ah! Ja, dran. Ja. Hopp. Alle ab. Okay. Hast du das? Siehst du das irgendwie? Ist das eine Falle? Ja, ich seh's. Falle ich dann wieder ganz runter? Warte, bevor wir es machen. Erst die Kiste. Die hast du noch nicht. Die markiere ich mir. Für wenn ich sie dann kann. Ah, das ist ein kleiner Boing Oing. Boing Oing. Boing Oing. Du scheinst ein neugieriges Kerlchen zu sein. Schöne Leistung, bis hier nach oben zu klettern. Wenn du von hier abspringst, solltest du auf der Spitze eines Turms landen können. Findet doch noch Spaß, oder? Hihi. Mike, du kannst dir aber das Ding auf jeden Fall holen. Ich glaube, du stehst da. Ich kann ihn mobben. Oh, yeah. Nein, er wird jetzt den ganzen Part nur dafür benutzen. Yay! Ein Juwel der Güte! From Sego. 35 heißt das, ich kann mir was Neues holen oder erst nach. Bei 40? Kann sein, kann auch nicht sein. Bin mir gerade nicht sicher. Okay. Na gut, ich habe es auf jeden Fall markiert, dass wir hier noch eine unbeöffnete Chest. Du musst ja sowieso gleich nochmal hoch, ne? Da kann ich runterspringen. Da solltest du jetzt runterspringen können. Von hier. Genau. Woo! Und nun haben wir glorreiche Schätze. Wie zum Beispiel. Goldener Rubin? Unglaubliche 300 Rubine wert. Aber beides lieber für dich. Psst, Ingi, ganz ruhig. Ganz ruhig. Boah. Oh. Gesundheit. Komm ich jetzt hier wieder runter? Gar nicht. Was hat der Stein gesagt? Du meinst, glaubst du, ich krieg das hin? Ja, das hat der Stein doch gerade eben gesagt. Ich dachte, der Stein meinte den Sprung zur Kiste. Nein, er hat so gesagt zum Turm. So. Der ist aus wie ein Turm. Was sieht schon aus wie ein Turm, Bruder? Oh, was weiß ich? Kann doch sein. Lass mich in Ruhe. Kleiner Mini. Okay, von wo springe ich? Von hier. Von nee, dort wo der Dings ist. Okay, von hier. Ja. Hä? Ah, doch geschafft. Okay. Sah nur so aus. Darf ich das jetzt? Haben? First try, Mike. Warte. Nimm doch mit. Umsehen. Mike, erinnerst du dich noch ans Putzen? Uns putzen? Ja klar, mit dem Staubsauger. Miau. Ah, geht doch. Eine Rasse von vielen Babys heiß geliebt. Wer mag diese Rassen wohl verloren haben? Habe ich vergessen. Egal. Machen wir was anderes. Ja, du kannst. Ja, geh zu One Punch Man. Nee, das machen wir gleich. Ja. Zum Elternteil. Zum Elternteil A. B. Das ist schon jedes A, Kind, welches seine. Jedes Kind, welches sein Elternteil Papa nennt, soll sich schämen. Der hat sich ein bisschen wie Luigi. Das ist ja die Rasse, da hat sie gewonnen. Gut, gut, dann jetzt ein Bettchen. Seht ihr das an? Das Baby scheint sich berichtet ab und schläft sich einmal rein. Endlich! Endlich kann ich wieder schlafen! Vielen Dank, das werde ich nie vergessen! Danke, nehmen wir an! 5 weitere! Damit sind wir bei der 40 und können nun wieder bei unserem kleinen Dämonenfreund ein Geschenk abholen. Ne? Ja. Warte. Nein, ich wollte den. Oh, Staubsauger geht leider nicht. Okay. Egal, lass mal das. Okay, angekommen bei Mosego. Wie ist noch Mosego? Ja, Mosego. Holen wir uns dann unser Geschenklein ab. Ne, mein Freund? Ne, mein Freund? Ja. Das ist wirklich Juwelen für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich darüber. Kann ich die tragen?
Also, geil, aber kann ich die tragen? Und dann geht das. Ja, ich kann die tragen, krass. Das ist eine ganze Menge Juwelen der Güte, die du gesammelt hast. Nur noch ein Fehler nicht mehr und ich kann meine Schulden abbezahlen. Okay, das ist super. Spike. Oh, warte mal. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dein Schwert hat an Macht gewonnen, deshalb du nun die Aurasuche nutzen kannst, um nach den Juwelen der Güte zu suchen. Die Juwelen der Güte wurden der Aurasuche als solches hier hinzugefügt. Wieso krieg ich das alles erst jetzt? Nur weil ich jetzt Schwert das Upgrade jetzt, habe. Weil du jetzt das Schwert Upgrade hast, genau. Aha. Stimmt, dann können wir jetzt nachschauen, ob wir uns irgendwas verpasst haben hier im Wolkenhort. An Juwelen der Güte. Ja. Weil... Wir sollten auch gleich eventuell mal in den Wald gehen und gucken, ob wir dort halt eine Dingskiste holen. Dann können wir uns so einen Stein holen. Können wir uns nach und nach mal die Steine holen, Mike. Ja, das habe ich dir ja gesagt, das war mein Plan. Gruber hier drin, ne? Yep. Boah, ja, guck dir mal die Muckis an hier. Die Ecken und Kanten. 3985, 3986, 3987, 3988. Ich verzähl mich gleich. Boah, ich kann noch ewig weitermachen. Hey Mike, grüß dich, hier bist. Ich wollte dich etwas fragen. Also, ich habe es doch gesagt, ich kann ewig weitermachen, aber ich brauche vielleicht ein bisschen Hilfe. Ich habe versucht, eine Fass hochzuheben und es geht mit nur einer Hand. Das war schon krass. Aber bin ich jetzt stärker? Zu stark. Ja. Na, jetzt übertreibst du. Aber trotzdem glücklich. Ich habe es so dank dir so weit geschafft, Mike. Und ich hätte dich einfach aufgegeben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hat er Danke gesagt? Aber das war's schon? Wozu habe ich den Trank gekauft? Aber danke für die Probleme. Er ist jetzt einfach One Punch Man. Ah, der ist schon fertig? Ich dachte, ich kann nochmal geben. Steht jetzt weiter. Als nächstes will ich ein Fass mit nur einem Finger hochheben. One Punch! Irgendwie wird's mich veräppeln. Ich habe 50 Rubine dafür ausgegeben. Du kannst ihn jetzt später selber trinken. Der führt doch nur aus. Das ist doch voll unnötig. Dann trinke ihn, keine Ahnung. Okay, vielleicht ist der für einen Bosskampf nützlich oder so. Oder für was wegrennen vor ganz vielen Gegnern, keine Ahnung, okay. Irgendwie war ich es mal behalten. Dann tue ich das halt. Body Slam! Boah, so schnell kann es Tag werden, wa? Mike, bin ich eigentlich eine Fee? Ich kann das nicht beantworten. Aber Ingi, wenn wir doch jetzt Gruß Punchman haben, dann wieso kommt er nicht mit? Wieso ist denn Bardo uns einmal mitgefolgt, der gar nichts kann, aber Gruß, der folgt uns nicht, der grüßt uns ja nicht mal. Was soll denn das? Okay, naja, grüßen tut er schon, aber trotzdem, was soll denn das? Der kann auch mithelfen. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist so schön erwachsen. Okay Leute, wir haben jetzt ganz viele Reichtümer ergattern können. Deshalb habe ich jetzt voll Lust, das Ganze bei unserem besten Freund auszugeben. Und ich spende dafür extra einen Pfeil. Nee, warte, der ist so nah dran. Piu! Ding, 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 ding. Ah, hier. Na komm. Na komm. Ja. Perfekt. So, ich muss mich bei der Terry entschuldigen und jetzt was einkaufen. So. Also auch, dass Terry was Neues hat. Terry, ey, altes Haus. Sorry, wegen letzten Mal, ne? Aber ich habe richtig viele Reichtümer für dich. Also, was haben wir hier nochmal? Ich vergesse jedes Mal wieder. 1000 Rubine für eine Medaille, die mich nicht interessiert. Weil ich sowieso schon fast jedes einzelne Tier, glaube ich, gesammelt habe, einmal gefunden habe. Meine ich. Okay, du hast jetzt. Ja, alles außer eins, deshalb ist gerade nicht so wichtig. Das hier ist für. Weiß ich nicht. Wissen wir noch nicht. Sollte dir ein Herz geben. Was? Sollte dir ein Herz geben. Also, du hast jetzt die Wahl zwischen Inventarplatz oder ein weiteres Herz. Wieso, wie viel kostet das denn? Kauf dir lieber das andere Herz. Kauf dir das andere Herz. Das sollte ja die letzte Tasche sein, oder? Was sollte das? Das sollte ja die letzte Tasche sein, ne? Wieso letzte Tasche? Das ist die letzte Tasche. Geh mal in dein Inventar. Genau, das ist der letzte Rucksack. Das ist
für die Abenteuertasche das letzte, ja. Der letzte Slot. Ja. Genau. Ja. Das den, weil der ist relativ teuer. Mhm. Und es gibt einen Grund, was wir später machen mit der. Es gibt einen was wir okay. Später machen. Okay. Dann vertraue ich auf Ingi und kaufe mir jetzt die Lebenskraftmedaille für 800 Rubine. Bom, bada, bam. Trägst du bei dir, erhältst du ein weiteres Herz. Entscheide dich, wann es lohnt, diese Medaille mit dir zu führen. Oh. Diesen Kauf werden sie nicht bereuen. Wollt ihr was anderes haben, wenn ich draußen reingehe? Guck mal. Kann passieren. Das kann sein, ne? Weil kann sein, ja. Den einen Slot habe ich aber schon fertig gekauft, ne? Den dritten Slot. Da kommt nie wieder der was. Der dritten gerade. Hast du, da kommt nicht mehr was. Wenn er nicht genau. Kommt, dann kommt er nicht mehr doch, was. Doch! Herzteil! Gib her! Oh, wenn ich das sage, ich weiß gar nicht, wozu es gut ist, aber für 1600 Rubine! Könntest du ihn! Boah. Hä, ich kann das bewegen. Mike, geh mal. Oh, yes. Geh mal auf B. Guck mal, wie teuer die Itemtasche war. 1200 war die. 200. Dann machst du folgendes, du holst dir beim nächsten Kauf die Itemtasche und okay. Das Herzteil lässt du dort erstmal. Also beim nächsten Kauf die was Itemtasche. Was damit? Gar nicht kaufen. Geh mal drauf. 1000. Ich würde sagen, guck, dass du genügend Geld auch dafür bereithältst, damit du halt wirklich alles hast. Einfach für die 100%. Boah, dann müssen wir ja knapp 4000 Rubine farmen insgesamt. Er ist teuer, ja, ja. Ja, Terry ist wieder enttäuscht, weil ich mir alles angeschaut habe, alles angetascht habe, mit meinen schmutzigen kleinen Abenteuerhänden, und ich nichts gekauft habe. Ich habe doch Föhn gekauft! Idiot! Egal.